fuck, was habe ich gemacht? Touch. Hallo, zurück zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen. Die letzten Tage ist nicht so viel bei mir passiert. Ich hatte eigentlich noch am Mittwoch, den 13. gebloggt. Da bin ich nämlich nach München für einen Termin gefahren. Aber ich konnte an dem Tag so wenig bloggen, wegen des Termins halt. Und weil ich ungefähr den halben Tag im Zug saß, dass ich dann nicht den Vlog hochgeladen habe. Und die Tage darauf stand nichts Besonderes an, dann sind ein paar Termine ausgefallen, deswegen war ich dann zu Hause. Aber ansonsten gibt es nicht so viel zu erzählen. Auf jeden Fall mache ich mich gerade fertig, weil ich später einen Friseurtermin habe. Ich dachte mir, es wäre mal wieder Zeit, ein Stück von meinen Haaren abzuschneiden, weil die sind wieder extrem lang geworden. Ich mache mich jetzt erstmal weiter fertig. Und dann zeige ich euch mal, wie lang meine Haare geworden sind und wie viel ich wahrscheinlich abschneiden werde. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht und guckt mal, meine Haare gehen mir jetzt eigentlich so fast bis zur Hüfte. Wenn die jetzt glatt wären oder nass, dann würden sie mir bis hierhin gehen. Ich habe euch gestern auf Twitter gefragt, wie viel ihr in meiner Stelle abschneiden würdet. Und so ein kleiner Teil meinte, nicht viel, nur die Spitzen. Dann meinten richtig viele so bis zur Brust ungefähr. Und ein ganz, ganz großer Teil meinte dann Long Bob. Und ich weiß ja, dass ihr unbedingt wollt, dass ich mir einen Long Bob schneide. Schon die letzten Vlogs immer stand es da drunter. Aber ich werde das erstmal nicht machen, weil ich mich genau kenne. Und ich weiß, dass ich es nicht mögen werde auf lange Zeit. Vor allem das Problem halt bei mir ist, hätte ich jetzt glatte Haare, dann würde ich viel mehr so mit Schnitt herumexperimentieren und mir die auch mal kürzer schneiden. Aber mit Locken weiß ich einfach, dass es so stressig wird, die jedes Mal da zu stylen. Und wenn ich sie dann nicht style, werde ich mich auch wieder unwohl fühlen. So, ich bin jetzt in der Stadt angekommen und mache mich jetzt auf den Weg zum Friseur. Ich weiß nicht, wie ich da filmen kann. Ihr kennt das ja schon vielleicht. Aber ich werde einfach versuchen, ein bisschen undercover zu filmen. Yeah. Gott, ich bin jetzt voll aufgeregt. Aber ich freue mich immer voll. Das ist immer so ein richtig. Oh mein Gott, der Wetter ist auf. Dankeschön. Ja, was dürfen wir denn schneiden? Also ich würde ganz gerne hinten auch noch so Leichtstufen haben. Nicht zu stark, sondern nur, dass da ein bisschen mehr Form reinkommt. Ja, genau. Nicht so hart und kompakt. Genau, dass da auch mehr Struktur so drin ist. Genau, aber nicht zu krass. Also nicht so. Nicht die Stufen so komplett durch, sondern genau. Eben so. Gut über dich, dass das abfällt. Ja, es wird mal Zeit. Okay, Leute, ich bin jetzt raus aus dem Friseur und es ist doch kürzer geworden als erwartet irgendwie. Also ich glaube, sie hat jetzt so, keine Ahnung, 20 cm abgeschnitten und es sieht schon irgendwie krasser aus, als ich dachte. Also wahrscheinlich so für andere Leute, die eh kurze Haare haben, ist nicht so krass, aber für mich war es im ersten Mal voll der Schock. Als ich sie schon so im nassen Zustand gesehen hatte, dachte ich mir so, oh fuck, was habe ich gemacht? Aber ich habe es mir jetzt selbst nicht so richtig angeguckt. Es ist ja eh meistens so, dass man dann, wenn sie fragt, ob es gut ist, sagt man so, ja, super. Aber ja, ich zeige sie euch, wenn ich dann wieder zu Hause bin, richtig. Jetzt gehe ich erstmal noch ein bisschen in die Stadt. Ich muss zum DM und zum H&M. Noch ein paar Sachen besorgen. Ich habe mir in Veromoda eine Jacke gekauft und die haben vergessen, die zu entsichern. Und als ich aus dem Veromoda rausgegangen bin, hat es dann nicht gepiept. Aber als ich dann beim DM war an der Kasse, hat es dann die ganze Zeit gepiept. Und als ich dann nochmal rausgegangen bin. Und dann bin ich gerade nochmal hingegangen zum Veromoda und habe ihr das so gesagt, dass sie vergessen hatte, sie zu entsichern. Sie hat, sich voll entschuldigt und hat mir dann, Moment, so Cookies geschenkt. Die hatten die da irgendwie da. Voll süß. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Meine Eltern meinten direkt so, das war ein Fehler. Aber ich zeige euch mal das Ergebnis. So sieht's aus. So. Sieht irgendwie in der Kamera nicht so kurz aus. Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht unbedingt kurz, aber es ist schon ein Riesenstück abgegangen. Also ich habe es abgemessen und es sind ungefähr 23 cm ab.
Und ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also je länger ich es mir angucke, desto mehr gefällt es mir, weil es halt so wieder so fresh aussieht. Aber ich bin mal gespannt, wie die aussehen, wenn die jetzt nicht so schön glatt geföhnt sind vom Friseur. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die fühlen sich auf jeden Fall wieder richtig gut an, deswegen... Also ich meine, ich bereue es jetzt nicht, die wachsen eh wieder, deswegen will ich jetzt nicht so ein Drama draus machen. Aber am Anfang war es halt so, als ich da so saß in dem Stuhl, dachte ich mir so, Alter. Man muss sich mal vorstellen, die Haare gingen mir voll bis hier. So komisch, wenn man jetzt, wenn ich jetzt so durchgehe, dass ich einfach so früh schon durch bin. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, man will so durchkämen und normalerweise würde ich nur so und jetzt ist einfach hier schon Ende. So, ich habe mir jetzt eben so einen richtig leckeren Salat gemacht. So, da ist Feldsalat mit Tomaten, Feta-Käse, Kidneybohnen und Mais. Ich hätte gerade richtig Bock auf so einen Salat. Und den lasse ich mir jetzt schmecken und ich gucke parallel Keeping Up with the Kardashians. Ich habe ja zurzeit keine richtige Serie, die ich so schaue. Also keine, die ich jetzt neu angefangen habe. Deswegen gucke ich einfach zwischendurch immer Keeping Up. Alter, ich komme gerade nicht drauf klar. Ich habe gerade dieses Bild gepostet. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es schon gesehen. Von mir und Justin. Also dieses Bild habe ich gerade gepostet. Ich habe halt so dazu geschrieben, so Throwback to the day I met Justin at Venice Beach and he kissed me on the cheek. Und da habe ich so Punkt, Punkt, Punkt. Lachsmiley gemacht. So, damit auch Leute verstehen, dass das einfach nur aus Spaß ist. Und jetzt diskutieren die Leute so richtig unter dem Foto so. Manche schreiben so, Alter, man sieht direkt, dass das fake ist. Tu nicht so. Und ich denke, so, Leute, versteht die keinen Spaß? Weil natürlich sieht man, dass das fake ist. Es ist richtig schlecht gefotoshoppt. So, er ist so richtig verschwommen und passt eigentlich gar nicht in das Bild rein. Aber ich glaube, manche Leute verstehen echt keinen Spaß. Und manche Leute kaufen es mir sogar echt ab. Manche fragen so, ist das echt? Oh, diese Strähnen hier vorne stören mich so. Aber egal. Es wächst hier vorne immer so schnell nach. Das ist gar nicht mehr so schlimm, dass ich es diesmal kürzer geschnitten habe. Aber ich wollte euch kurz zeigen, ich habe mir ein paar Sachen eingekauft in der Stadt. Und zwar, zum einen habe ich diese Handtasche bei H&M gekauft. Das ist ein bisschen ausgeballt so. Ich fand, die sah irgendwie so cool aus. Die ist zwar so richtig schlicht, aber trotzdem hat sie irgendwie was Besonderes. Und ich habe mir die geholt, weil ich so eine Tasche in dieser Größe brauchte. Ich habe nämlich nicht so viele Taschen. Also ich habe nur diese Größe. Also ich habe nur diese Tasche noch in so einer Größe. Und ansonsten habe ich immer nur so ganz klein oder halt meine große Handtasche. Und ich brauchte halt so eine mittlere, die halt dann nicht so riesig ist, aber wo trotzdem meine Vlogging-Cam reinpasst. Warte mal, passt die überhaupt rein? Ich probiere es mal aus. Yay! Und dann habe ich hier bei H&M noch dieses Top hier mitgenommen. Ich fand, das sah irgendwie voll süß aus. Ach, Mann, ey, ich habe immer so Phasen. So, jetzt zum Beispiel sind es diese Off-the-Shoulder-Tops. Und dann kaufe ich mir immer so viele Sachen davon. Das ist richtig schlimm. Aber ich finde, das sah so süß aus mit diesem Blumenmuster und mit diesen Bommeln unten. Und dann habe ich mir bei Vero Moda ja eine Jacke gekauft. Bin ursprünglich nur in Vero Moda reingegangen, weil im Schaufenster so eine richtig schöne Lederjacke war. So eine, wie ich sie schon länger suche. Weil ich habe nur eine Lederjacke und das ist so eine... Ja, ich mir, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren habe ich mir die damals aus der Kinderabteilung gekauft bei H&M. Und die sitzt halt nicht so richtig schön. Und ich wollte halt eine, die wirklich so richtig schön tailliert sitzt und ein bisschen hochwertiger aus. Die hat irgendwie 50 Euro gekostet, also natürlich kein Echtleder. Aber die sah richtig so schön aus vom Schnitt. Aber die hatten sie leider nicht mehr in meiner Größe. Und dann habe ich diese Jacke gesehen. Das ist so eine luftige Jacke. Ich war gerade in Gedanken. In so einem Khaki-Ton. Und es sieht so aus. Also wie so ein Parker, nur in so einem etwas luftigeren Ton. Und vorne hat es diesen Wasserfallschnitt. Und die sieht echt sehr schön aus. Werdet ihr sicher mal in einem Vlog oder so sehen. Mach die scheiß Kamera aus, Rosa. Ellie, wir machen hier Wandler. Hier ist meine neuen Haare. Hä, was sind neue Haare? Ja,
Hey, du hast es gesehen in der Gruppe, ich hab's gesehen. Die krieg ich nicht. Ja, zeig doch. Boah, voll kurz. Aber ist gut. Hä, warum sind die auf einmal so Dings? Nicht kaputt? Bei 20 cm, über 20 cm. 20 cm? Ich glaube sogar mehr, also 23 cm sind ab. Ja, sieht gut aus. So, ich habe jetzt den Abend ein bisschen damit verbracht, hier Ordnung zu schaffen und Koffer zu packen. Also ich habe hier einmal einen Koffer und hier ist auch nochmal ein Koffer. Weil für mich geht es diese Woche noch auf 2 Reisen und ich freue mich schon total. Und ja, aber ihr werdet dann alles auch noch auf meinem Vlogging-Channel mitverfolgen. Es geht für mich übermorgen los. Ja, am Mittwoch geht es für mich los. Ja, und ich wollte aber schon mal ein bisschen vorbereitet sein, damit ich morgen noch in Ruhe Video drehen kann oder 2. Ich muss mal schauen, ob ich das zeitlich schaffe. Ich habe auch vorhin gerade noch an einem Video geschnitten, was ich gestern gedreht hatte, damit ich jetzt für die Zeit, wo ich weg bin, so 2-3 Videos in petto habe und nicht wieder so eine große Pause entsteht. Und ich glaube, ich werde diesen Vlog auch jetzt schon mal beenden, weil es wird jetzt nichts Großes mehr passieren, außer dass ich diesen Vlog noch schneiden werde. Wir haben nämlich mittlerweile schon 10:30 ungefähr. Ich hoffe einfach, er hat euch gefallen. Das ist interessant mit meiner kleinen Haarveränderung. Ich bin gespannt, was ihr mir dazu schreiben werdet und ob euch gefällt. Boah, diese Strähne, ne? Nervig. Aber was ich sagen wollte, ist aber echt komisch, wenn ich mir jetzt so einen Dutt hinten mache. Ist einfach nur so, vorher musste ich so erstmal 10-mal meine Haare so drum wickeln, bis ich den Dutt hinbekommen habe und jetzt einfach mal so einmal so gewickelt und dann war das schon so Knoll. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht, wenn ich so einen Pferdschwanz habe. Bestimmt nur so ein kleines, so ein kleiner Pinsel hier hinten. Und ja, ich werde jetzt diesen Vlog beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder. Bye!